Moin zusammen. So, das hier sieht nach Steuerseite aus. Ja, hier sitzt eigentlich das Steuergehäuse drauf. Und ich bin hier gerade am Reinigen. Vorbereitung für eine Dichtung ist kein Kinderspiel. Hier sieht man übrigens Sicherungsschläge. So sitzt diese Bohrung, ach, dieser Verschluss da drin. Hier sieht man mal wieder, dass man dringend das Gewinde nachschneiden muss. Ne? Ja. Habe ich fast schon gerade einen Schreck gekriegt, aber es ist nur einfach eine Entmischung, also da ist nicht viel hinter. Ja. Schon einiges gereinigt, ein bisschen durchgebürstet. Ich habe mir so eine Kunststoffbürste gekauft. Will ja jetzt kein Material abtragen, ne? Sonst passt das mit der Dichtung nicht mehr. Keine Ahnung, wie das Ding heißt. Habe ich im Baumarkt gefunden. Dachte ich mir, probiere ich mal aus. Gar nicht schlecht. Die Dichtung wird weggerissen und das Metall bleibt da. Ja gut, auf dieser Seite geht es noch. Das ist alles Guss. Ne? Der Gehäusedeckel wird es dann ernst. Auf Aluminium. So. Hier findet man immer noch irgendwelche Reste. Wie gesagt, man kann mir gerne unterstellen, dass ich pingelig bin. Ich hasse nichts mehr, als mit dem Auto liegen zu bleiben. Zumal der ADAC mittlerweile auch so wahnsinnig kompetent ist. Und einfach mal die Karre stehen lässt. Ja. So von wegen, ja, das Auto ist zu alt, das ist nichts mehr wert. Ich sag so, Alter, das hat einen Wiederbeschaffungswert von 12.000 Euro. Find mal einen. Ja, genau. Ich sag so, was? Ich rufe meinen eigenen Abschleppdienst. Kostet mich da ein bisschen Geld, aber nervt mich nicht. Ja. Ist halt einfach so. Irgendwie funktioniert das nicht mehr alles. Ja, den Stumpf hier werde ich auch nochmal von der Kurbelwelle mit Schmirgelpapier ein bisschen runter. Schrubben, Tausender wahrscheinlich oder 2000er, dass diese Rostnarbe, diese oberflächliche Rostnarbe darunter geht. Neverdull würde auch funktionieren, falls das jemand kennt. Gehe ich mal von aus, dass es funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, habe ich immer noch Schleifpapier. Ja, hier sitzt die P-Dichtung. Hier sieht man das ganz deutlich, wieso, Frostschutz im Kühlwasser sein muss. Hier läuft Kühlwasser durch. Da sitzt die Wasserpumpe dran. Das ist der Eingang zum Block. Ja. Deswegen. Ja. Das Jahr, wo er stand, ist das hier schon entstanden. Wenn man jetzt mit zu wenig oder gar keinem Frostschutz durch die Gegend fährt, das wird nicht witzig. Ja. Wenn euch die ersten auch Schrauben rausgerostet sind, dann ist das Ergebnis wirklich fantastisch. Das ist übrigens ein handelsüblicher Spachtel, den ich sehr, sehr, sehr scharf gemacht habe. Nehme ich eigentlich zum Unterboden abkratzen, also Unterbodenschutz abkratzen, aber in dem Fall bewährt er sich auch ganz gut. Ja, wie gesagt, ich bin da ein bisschen pingelig, was Dichtungen und so weiter angeht. Ja, das Steuergehäuse kommt auch gleich. Dann wird das vorbereitet. Das ist das Erste, was drankommt, weil erst danach kann die Ölwanne eingebaut werden. Ich habe schon überlegt, ob es andersrum geht. Nee, das funktioniert nicht. Da die ja eingeklebt wird, wird hier oben die Grundvoraussetzung sein, eine homogene Fläche zu schaffen. Hinterher einkleben geht nicht, weil man das da nicht anwinkeln kann. Hier sitzt ein Wellendichtring drauf. Ja, ergo, so oder gar nicht. Tja. Ja, den Zylinderkopf habe ich dann auch ein bisschen sauber gemacht. Hier oben sitzt die Wasserpumpe drauf. Ja, auch Dichtung. Mein innerer Monk ist befriedigt. Okay, bis gleich. Wie angekündigt, alle Schraublöcher werden nachgeschnitten auf der Frontseite. Problem ist, warum reißen Gewinde irgendwann raus?
Wenn man eine Schraube hier reindreht, zieht man automatisch die Gewindegänge nach hinten. Das lässt sich nicht verhindern, egal welches Material. Irgendwann passiert das. Und dann hat man das Problem, dass irgendwann diese, ne, diese feinen Zähne sozusagen sich irgendwann komplett umlegen und dann hat man einen Salat. Außerdem kommt sämtlicher Schmutz etc. raus. Und das ist in diesem Fall hier zum Beispiel schon einiges. Das muss da nicht drin sein. Ich mag es nicht, weil irgendwann sprengt man sich das Sackloch. So, wegpusten, nächster. Ja, das ist Gefühl. Nicht den Winkel verhauen, sonst schneidet man neben das Gewinde noch ein Gewinde. Das wäre extrem uncool. Ich mache es trocken in dem Moment. Ich nehme kein Öl. Ja, hinten ist auf jeden Fall irgendwas drin. Hört sich alles ganz schön pervers an, was ich sage. Merke ich gerade. Naja. Ja, da ist ordentlich Sift drin. Aber so richtig. Wenn der Gewindeschneider schwarz aus dem Ding rauskommt, ist das kein gutes Zeichen. So, UPS war auch gerade da. Ich bin sehr begeistert. Die sogenannte P-Dichtung ist da. Sehr gut. Dann die Rolle habe ich dann doch neu bestellt. Die Umlenkrolle. Ich habe jetzt zwei verschiedene Qualitäten in Sachen Spannrolle. Eine lässt sich sehr leicht drehen. Eine ist sehr fest. Die ist OEM, die ist Nachbau. Ja, ich werde OEM einbauen und den Nachbau werde ich mir weglegen. Kommt ja wieder so ein Zahnriemenwechsel. Das ist die Schraube, die diese Geschichte hier hält. Auch da gab es mal ein Problem. Die ersten Discoveries mit 300er TDI hatten sehr oft Zahnriemenrisse. Die Umlenkrolle habe ich euch schon gezeigt. Mit dem Steg. Und nein, abdrehen geht nicht, das ist Plastik. Deswegen, ne, diese sehr, sehr, sehr stabilen Rollen und Umlenkrollen sind mir da wesentlich lieber, muss ich sagen. So, Wellendichtringe, Simmerringe etc. Das ist die Dichtung zur Einspritzpumpe, also auf der Rückseite. Das ist der Dichtring, der sitzt irgendwo mitten im Steuergehäuse. Der passte nicht mehr zur Dichtung, beziehungsweise nicht mehr auf die Dichtung offensichtlich. Das sind die, beziehungsweise einer davon, O-Ring für die Kurbelwelle. Der sitzt hinter dem Antriebsrad für den Zahnriemen. Das ist der O-Ring für die Ansaugung der Ölpumpe. Sitzt ja im Steuergehäuse, habt ihr ja gesehen.
Sitz ist einwandfrei. Gott, bin ich gut. Sauber machen. Nicht, dass da irgendwelche Gummireste drin sitzen, die hinter die Ölpumpe behindern. Das wäre richtig scheiße. Und auch hier Fett. Nicht ganz so viel. Sonst haben wir hinter so einem riesigen Fettwobbel da sitzen, drin sitzen, die und das Ding rutscht da nicht durch oder rein. Der ist etwas einfacher einzusetzen, weil hier letztendlich ein Anschlag da ist. So. Ich hatte gesagt, den großen nehme ich den hier. So, da habe ich eine äußerst riesige Nuss gefunden, die da genau drauf passt. Sagenhaft, oder? Ist eigentlich für die Radlager gedacht. Und es geht. Sowas von schön. Wie gesagt, das hat einen Anschlag unten. Kann also nichts passieren. Man hier sieht, die linke ist, die habe ich jetzt bearbeitet. Ne? Schön mit Schneideisen. Gewinde nachgeschnitten. Die rechte, ne? Die war zuständig für den Bereich um die Wasserpumpe. Das passiert ohne Kühlerfrostschutz. Ja, wie gesagt, der Wagen stand 2 Jahre. Ja, und dann kommen die hier rein. Waffenöl. Die Gewinde dürfen durchaus benetzt sein. Ne? Nichts erzählen lassen. Wenn kein Loctite draufkommt, die Gewinde dürfen durchaus benetzt sein. Genauso wie die Auflagefläche hier oben. Ne? Ist ja so ein Kragen dran. Da darf durch ein bisschen Öl drauf sein, und zwar damit man das Drehmoment überhaupt irgendwie erwischt. Das ist durchaus gang und gäbe, auch bei Schrauben im Motorblock. Gerade im Motorblock, oh ja. Ne? Nicht die Löcher voll mit Öl kippen, aber die Gewinde werden leicht eingeölt und oben auch die Auflagefläche. Ansonsten kriegt man niemals, wirklich niemals, das erforderliche Drehmoment zusammen. Wegen dem Scheiß ist mir schon mal eine Zinderkopfdichtung weggeflogen, weil ich den Kopf nicht anziehen konnte. Ne? Man lernt durch Fehler. So ist es halt. Da war ich noch nicht besonders alt. Und ist mir auch schon passiert. Also von daher ist das gar nicht mal so schlecht, die hier rauszunehmen und dann einzuschrauben. Ja, moin zusammen. Ja, was habe ich hier? Für jedes Auto gibt es neben flackernden LED-Leuchten. Ich mache mal hier die Lampe an, vielleicht klappt das dann besser. Das ist ein Werkstatthandbuch für exakt diesen Motor, 300er TDI. Und zwar musste ich ja sämtliche Schrauben einmal nacharbeiten, weil teilweise wirklich übel vergammelt. Die habe ich jetzt alle nachgearbeitet, die liegen jetzt alle hier rum. Ein paar werden noch nachgeschnitten. Hier liegt nur das Schneideisen. Natürlich habe ich die jetzt alle auf einen Haufen liegen und jetzt werde ich mir gleich den Messschieber nehmen und schauen, welche wohin kommt. Wir reden jetzt erstmal vom Steuergehäuse. Das hier. Ja, wo die Ölpumpe mit drin sitzt. Und da gibt es auch die entsprechenden, wie heißt es nochmal gleich, Anzugsdrehmomente. Ja. Ja. Da ist eigentlich alles drin beschrieben, von vorne bis hinten. Ja. Ja. 25 Newtonmeter steht da, in Reihenfolge. Das ist immer das Problem, wenn man Aluminiumteile auf Stahlblöcke setzt.
Das wird immer heiter. Dichtmittel in dem Fall. Auf dieser Seite wahrscheinlich werde ich noch mit Hylomar arbeiten. Hier diese Dichtfläche mit Hylomar einsetzen. Dann die Dichtung da drauf. Auf dem Block das gleiche. Hylomar ist blau. Ist so eine blaue Masse. Die kennt ihr bestimmt auch. Also einige kennen die bestimmt. Wir haben da sogar schon mal beim Motorrad die Kopfdichtung mit ersetzt. Ist immerhin noch mal nach Hause gekommen. Ne? Also das funktioniert durchaus, das Zeug. Ist sehr stabil. Dann habe ich hier noch ziemlich teuer. Das ist gleich für die Ölwanne. Auf das hier kommt es an. Temperaturbeständig bis plus 300 Grad. Das mache ich mit Hylomar besser nicht. Außerdem hat das eine ziemlich gute Klebe- und Haftfähigkeit. Ja, den werde ich jetzt reinigen auf dieser Seite. Ich habe ihn schon grundsätzlich gereinigt, der kommt aus der Teilewaschmaschine. Ich muss nur aufpassen, dass ich hinterher den Motor erstmal ohne, dass er anspringt, drehe. Am besten per Hand, dass die Ölpumpe hier ein bisschen versorgt wird, wenn er hinterher zusammengebaut ist, ne? Wenn da Öl ist. Ansonsten bleibt im eingebauten Zustand die gute alte Ölkanne. Ne? Da werde ich ein bisschen draufsetzen. Hier läuft die Ölpumpe, der Antrieb, über die Kurbelwelle. Ja, da kommt ein bisschen Öl drauf und dann soll er erstmal zufrieden sein. So, das mache ich jetzt sauber. Setze die Dichtung drauf und dann sehen wir uns gleich am Motor wieder. So, die Dichtung ist montiert. Man sieht das Dichtmittel. Hylomar ist, wie gesagt, blau. Meine Frau verteilt jetzt gerade das Dichtmittel und zwar so, wie man es wirklich macht. Ja. Nicht, keine riesige Wurst. Schön platt gedrückt mit den Fingern. Fingermalerei halt. Einmal um die Schraube da. Genau. Dann hat man nämlich diesen ganzen Mist mit dem Dichtmittel in den Gewinden nämlich nicht. Wie gesagt, die Gewinde sind alle nachgeschnitten. Und Bauteile werden mit der Zeit nicht unbedingt gerader. Deswegen ist jetzt hier Hylomar drauf. Hier nochmal. Das sieht gut aus. Ja, da nochmal rumtipsen. Ja, ich glaube, du musst Neues nehmen. Das zieht an. Das muss auch anziehen. Um da eine Dichtfläche zu erzeugen. Hier müssen wir auch nochmal drumherum. Weil da ist Öldruck drauf. Je sorgfältiger man jetzt arbeitet, umso weniger Ärger macht das später. Das ist das große Problem mit den großen Dichtflächen. Aber ich denke, wir haben es jetzt. Ja. Sieht gut aus. So, jetzt schnappe ich mir die Schrauben, die auf der Werkbank liegen. Drehmomentschlüssel ist schon eingestellt, der liegt schon hier oben. Sehr gut. Ja, ich denke. Das passt, oder haben wir hier? Hier ist noch ein bisschen. Hier ist noch ein bisschen wenig. Wie gesagt, das muss anziehen. Ja, nicht nass verarbeiten, sonst landet das im Ölkreislauf, das Zeug. Es lässt sich auch, wenn es angezogen ist, ein bisschen drücken. Wir haben es einmal hier drunter. Ja. Ja, so landet das nämlich nicht in den Schrauben, beziehungsweise in den Gewinden. Wenn es in den Gewinden landet, macht es knack und der Block war es im Eimer. Und das ist teuer. Okay, bis gleich. So, wie man jetzt hier sieht, Steuergehäuse ist montiert. Die aufgearbeiteten Schrauben sitzen drin. Ja, alle mit Drehmoment angezogen, 25 Newtonmeter. Nach Reihenfolge, ja, wie gesagt, Aluminium auf Guss, immer, das ist meistens eine Reihenfolge.
Kennt man vom Zylinderkopf. Ich gehe jetzt den ganzen Kram nochmal nach, weil wir Dichtmittel verwendet haben und das setzt sich logischerweise. Ne? Das ist Nummer 1. Ah ja, hat sich gesetzt. Ja. Jetzt die. Ja, hat sich gesetzt. Ja. Ja, das ist das die Geschichte mit dem Dichtmittel. Das ist ziemlich logisch. 3, wo ist 4? 4 ist der hier? Nein, innen. So, das Gehäuse ist jetzt komplett angezogen. 25 Newtonmeter hört sich jetzt nicht viel an, aber man sieht schon, ja, wenn das der Überstand ist, beziehungsweise wenn das rausquillt, dann sieht man relativ deutlich, dass man nicht zu viel genommen hat. Ja. Ja, man sieht, dass es überall da ist, aber es ist noch nicht mal ein Millimeter rausgequollen. Ja, das ist perfekt. Ja. Ja, das ist eine gute Abdichtung. Es quillt raus, aber es ist nicht im Ölkreislauf. Das, ja, das ist gut. So, alles komplett festgezogen nach der Reihenfolge. Ich habe jetzt noch bin einmal komplett nochmal nachgegangen. Ja, Ölrohr ist drauf. Jetzt wird es langsam Zeit, dass ich den Spanngurt umsetze. Die Ölwanne drauf. Die wird auch mit 25 Newtonmeter angezogen und wie gesagt mit Dichtmittel eingesetzt. Ja. Wie gesagt, Motorenschrauben ist kein Hexenwerk. Ne? Das ist. So schlimm ist es alles nicht. Deswegen, so ein Motorkran ist top. Ne? Auch der Motorständer. Okay, der ist jetzt mit diesem Motor echt überlastet. Ne? Aber ich muss ihm zugute halten, dieser Motor ist einer der schwersten Vierzylinder, die es gibt. Im Pkw-Bereich. Wir hatten auch schon mal in unserem Mercedes-LKW einen 4 Liter Vierzylinder Turbo-Diesel drin. 611D. Das war noch eine andere Hausnummer. Aber wie gesagt, im Pkw-Bereich ist das einer der schwersten, die es gibt. Wie an die 400 Kilo, wenn ich mich nicht irre. Ich glaube, ich habe da irgendwas mit der Palette gelesen. Wenn man einen neuen bestellt, 400 Kilo. Also ein Komplettmotor. Hm? Ja. Nee, sieht bis jetzt ganz gut aus. Alles gefällt mir. Auch das leichte Rausquillen der ganzen Geschichte hier. Zahnriemen kann ich noch nicht machen, weil natürlich ein Simmering kaputt gegangen ist bei der Montage. Ja. Schön. Blöd. Schön blöd. Ja. Na, egal. Ich habe neue bestellt, der kommt Montag. Aber jetzt wollen wir erstmal den ganzen Kram hier zusammenbauen. Ja. Naja, sieht gut aus. Ja. Aber wie gesagt, wir haben noch genug, mehr als genug Arbeit hier dran. Wie gesagt, Ölwanne muss noch abgedichtet werden, beziehungsweise montiert werden, dann muss die ruhen. Der Motor muss sauber gemacht werden. Da muss ich mir auch noch was so einfallen lassen. Der sieht richtig übel aus durch den Defekt. Es ist überall. Deswegen habe ich den Ölfilter noch nicht draußen. Der ist jetzt eh leer. Also diesen ganzen Ölschmierfilm, den möchte ich bitte da runter haben. Ich wollte kein Lagerfeuer starten mit dem Motor. Ja. Vor allen Dingen den Gummiteilen tut sowas überhaupt nicht gut. Die Motorlager können gerne wieder sauber werden. Deswegen werde ich auch gleich mal hier aufräumen und ein bisschen anfangen, wenn die Ölwanne montiert ist, den ganzen Kram sauber zu kriegen. Jetzt werde ich gleich nochmal diese Gewinde hier nachschneiden. Ich hole mal eben das Gerät. So, auch hier
vorsichtig, weil das ist Aluminium hier. So. Einmal verkantet. Das war's dann mit dem Gewinde. Ja. Und je nachdem, was jetzt hier rauskommt, werden wir sehen, wie viel Mist die gebaut haben, beziehungsweise wie viel Krempel da im Gewinde ist. Ja. Das macht den Kohl jetzt auch nicht mehr fett. Ob jetzt Montag der Motor fertig wird oder. Ja, das ist jetzt auch nicht so unfassbar schlimm. Ja, mal näher dran gehen. Ja, das hat alles nichts im Gewinde verloren. Ja. Ja, mal abputzen. So, hier haben wir die neue Ölwanne. Naja, neu ist gut. Dem Motor ging es nicht mehr so gut. Deshalb, ja, das Sediment muss ich euch nicht erklären, was hier drin rumliegt. Wie gesagt, dem ging es nicht mehr so was gut. Bin schon gerade dabei, die Dichtfläche sauber zu machen. Ja. Ja. Nicht gut. Naja, wie gesagt, der Motor hatte weit über 800.000 Kilometer runter. Lief aber noch. Ja. Aber irgendwann ist auch mal vorbei. Ja. Keine Kompression mehr. Und ja, hätte man noch mal überarbeiten können, aber ich denke, der Aufwand wäre dann ziemlich unendlich gewesen. Obwohl, den Motorblock behalte ich. Ja, da ist noch eine Nockenwelle drin, eine Kurbelwelle. Die sind beide noch gut. Kein Riefen, kein gar nichts. Ja, der Müll scheint sich echt in der Ölwanne abgelagert zu haben. Deswegen nochmal, regelmäßig einen Ölwechsel. Beim Diesel alle 10.000. So, jetzt habe ich nicht nur innen sauber gemacht, außen die Sitze der Schrauben, ne? Stichwort Drehmoment, auch eben sauber gemacht. Innen sieht es jetzt auch recht nett aus. Allerdings, ne, muss man im Klaren sein, der Motor steht jetzt die ganze Zeit offen. Hier staubt es logischerweise. Und nachdem der das erste Mal gelaufen ist, kommt da Ölspülung rein und dann wird da direkt nochmal ein Ölwechsel gemacht, damit dieser ganze Müll da rauskommt, der teilweise echt mit drin sitzt noch. Ja. Ne, so lasse ich mir das gefallen. Dichtfläche ist sauber. Gereinigt. Moin. War ein Scherz. So schlimm ist es noch nicht. Hat nicht bis morgen gedauert. Nee, aber ich habe verpeilt zu filmen. Gut. Kann man jetzt nicht mehr ändern. Ich werde jetzt die Ölwanne nicht nochmal abbauen. So, alles mit 25 Newtonmeter angezogen. Ja, wie gesagt, die Schrauben mit den Unterlegscheiben passen. Die Unterlegscheiben habe ich verklebt. Wie angekündigt. Ja. Jetzt gehe ich rein, essen, ziehe die nochmal nach. Aber mehr wird heute nicht mehr passieren. Von daher würde ich sagen, ich mache das Video für morgen fertig. Ich werde morgen mich dran machen und diese Ölwanne entrosten und neu lackieren. Ja, durchgerostete Ölwannen Ford. Ja, da war was in den 90ern. Deswegen hieß der Ford Fiesta auch damals Ford Fiasco, weil er mitten in der Ampel auf einmal sein ganzes Öl verloren hat. Ja, Ölwanne ist drauf, Steuergehäuse ist drauf, beides miteinander verklebt. Wollen wir mal hoffen, dass der ganze Kram auch dicht ist? Hoffe ich ja doch. Aber bis jetzt ist bei mir noch nichts undicht geworden. Ja. Morgen werde ich anfangen, die andere Seite zu komplettieren. Wasserpumpe etc. mit der neuen P-Dichtung. Montag kommt eine neue Dichtung für den Thermostat. Montag kommt auch der neue Simmering. Ich hasse das Ding. Hätte alles so wunderbar klappen können, dann rutscht das Ding einmal kurz weg und zack, ist er kaputt. Kann passieren. Hätte ich mal gleich zwei bestellt. Ich kenne ja mein Glück eigentlich. So. So, ja, morgen. Ja, sauber machen.
lackieren. Ja, das ist zwar ziemlich dickwandig, aber wie gesagt, hätte ich ganz gerne korrosionsgeschützt. Insgesamt gesehen haben wir ja noch genug zu tun, also von daher ist das jetzt auch nicht schlimm. Ich wünsche euch ein angenehmes Wochenende. Der 1. Mai ist morgen. Ist mir mal vor 20 Minuten aufgefallen, als ich bemerkt habe, dass der Laden morgen nicht auf hat. Ich habe das überhaupt nicht mit Feiertagen. Ich merke das nicht. Kenne ich nicht. Ich bin der mieseste Chef aller Zeiten und der einzige Angestellte. Ich kann mich nicht verklagen. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Und unter 4 Promille bleiben bitte. Ciao.